Moin Leute, willkommen zurück zu Let's Play The Last of Us. Ich bin den ganzen Weg jetzt nochmal gelaufen, um zu gucken, ob du da wirklich dran kommst oder ob du die Leiter mitnehmen kannst. Die Leiter kannst du nicht mitnehmen, du kannst auch so wie kein Brett mitnehmen. Aber ich weiß nicht, also es sieht danach so für mich danach aus, als ob du da hoch könntest. Oder es gibt hier irgendwo eine Leiter oder so. Kugeln, sehr schön. Siehst du? Zurück. Oder kommen wir da jetzt hin? Könnte sein, gell? So. Hier ist ja die Dings. Bleib in meiner Nähe. Nee, hier kommen wir nicht hin. So, hier haben wir volle Muni. Gut. Ellie, komm schon, wir. Oh, Scheiße! Ich hab dich. Verdammt, Bill! Was ist passiert? Noch eine von Bills Scheißfallen! Da, der Kühlschrank. Das ist das Gegengewicht. Okay. Schneid das Seil durch. So komme ich runter. Bin dabei. Scheiße, sie kommen! Joe! Kümmer dich ums Seil! Ellie, wie weit bist du? Ich mach so schnell, wie ich kann! Scheiße. Piss dich. Hier, Kopfschuss. Bin bereit, Ellie. Halt euch! Scheiße! Alles okay? Ja! Los, du schaffst es! Okay. Hier! Fang! Danke! Verdammt nochmal! Oh, komm schon! Oh, ich krieg's nicht durch! Ellie, beeil dich! Hier drüben! Hey, komm her! Alter. Beweg deinen Arsch und steh auf! Lauf, Ellie! Verdammt! Wo ist der Scheißschlüssel? Leute, hinter uns! Hey, na los! Mist! Schnell weiter, hier sind wir nicht sicher! Bill, sie kommen durch die Tür! Mach sie fertig, sonst... Ellie, zurück! Ja!
wie unfair war das denn jetzt? Danke für die Rettung und so. Ach, Ellie. Hey, was soll das? Joel! Bill. Was soll denn das? Dreh dich um und geh auf die Knie. Beruhig dich erst mal. Dreh dich um und geh auf die Knie. Jetzt mach schon. Jetzt mach mal lang. Scheiße! Wurdest du gebissen? Nein. Irgendein Ausschlag. Nein, verdammt, ich bin sauber. Wenn du auch nur zum... Verdammt noch mal! Was das? Ob's das war? Ihr kommt in mein Haus, löst alle Fallen aus. Ihr brecht mir beinahe den verdammten Arm. Und wer zum Teufel ist das? Und was macht sie hier? Es geht dich einen Scheißdreck an. Wir sind hier, weil du Joel was schuldest. Oh. Also mach sofort diese Dinge ab. Ich schulde Joel was. Soll das ein Scherz sein? Okay, machen wir's kurz. Ich brauche ein Auto. Oh, es ist ein Scherz. Joel braucht ein Auto. Tja, wenn ich eins hätte, das fährt, was nicht der Fall ist, warum sollte ich es gerade dir geben? Hä? Ja klar, Joel, kein Thema, nimm es doch. Nimm auch mein Essen, wenn du schon dabei bist. Na, so wie du aussiehst, hast du eh zu viel davon. Pass mal auf, du kleines Nein, Biest. Pass du auf, du hast mir Handschellen. Du jetzt mal den Mund. Okay. Was immer ich dir angeblich schulde, so viel kann es nicht sein. Ehrlich gesagt, Bill, doch kann es. Na, ist doch egal, weil ich keins habe, das Pferd. Aber es gibt eins in der Stadt. Teile. Es gibt Teile in der Stadt. Das heißt, du könntest eins zusammenbauen. Okay. Wenn ich das mache, brauche ich Werkzeug dafür. Okay. Es ist auf der anderen Seite der Stadt. Du hilfst mir, es zu holen. Und vielleicht kann ich was zusammenschrauben, das Pferd. Aber danach schulde ich dir nichts mehr. Ist mir recht. In ein paar Tagen sind wir so oder so tot. Gut. Kommt mit. Die ganze verdammte Stadt ist vermint. Bleibt schön dicht hinter mir. Oh, echt verlockend. Schluss jetzt. Okay. Was auch immer ihr braucht oder wollt, nehmt es euch einfach. Okay, danke. Ellie, sieh dich mal um. Vielleicht tun wir was gebrauchen. Na, klar doch. So. Was haben wir denn hier? Das wollte ich nicht. Ich wollte... Genau. Erstmal ein Medi machen. Dann ein Messer. Und natürlich wird uns wieder Klebeband. Ah ja, klar. Warum auch sonst? Sonst noch etwas. So, hier haben wir Messer verbessert. Weg, Ellie. Hast du jetzt alles fertig? Okay, Ellie. Los, komm. Lass die Tür nicht offen. Ich mach schon. Wir müssen zu dem Gebäude rüber. Die Treppe hoch. Beeilung. Bleib dicht bei mir. Unglaublich, dass du den Scheiß mitmachst, Bill. Du hättest es einfach sein lassen sollen. Du hast nicht übertrieben. Ja, er ist einmalig. Ich seh mich hier oben mal kurz um. Für mich ist da oben nichts.
Na, mach, nimm dir, was du brauchst. Danke. Wie lesen wir? Klebeband scheint nicht so oft zu geben. Also in was für einer Scheiße steckst du? Und wo ist Tess? Es ist dein Job. Eine einfache Lieferung. Und was sollst du abliefern? Die kleine Göre. Du mich auch. Naja, ich hoffe, du weißt, was du tust. Der Typ und ich werden keine Freunde. Also, wo geht's hin, Phil? In mein Zweitversteck. Eher ein Waffenlager. Was? Ich dachte, wir machen dein Auto klar. Wir? Du kennst mich mit Autos? Phil, komm! Wie ich schon sagte, wir müssen zur anderen Seite der Stadt. Dahin gehe ich sonst nicht. Da sind alle infiziert. Also brauchen wir mehr Waffen. Gucken wir mal, was wir so finden. Ein Basie. Nee. Leute, was soll ich euch sagen? So. Da drin ist was. Oh, darum wollte ich mich noch kümmern. Entspannt euch alle bitte. Sag mal, du hast noch nicht erzählt, was mit Tess ist. Ich dachte immer, ihr zwei seid unzertrennlich. Sie ist beschäftigt. Ja, klar. Beschäftigt. Sie hört sich an, als gäbe es Ärger im Paradies. Ja, sowas in der Art. Okay, dann mal los. Und warum repariert ihr nicht eins von diesen Autos? Oh mein Gott, du bist ein Genie. Ich meine, warum bloß? Warum habe ich nie eins von diesen Autos repariert? Okay, sei nicht so ein Arsch. Ihre Reifen sind hin, die Batterien sind leer. Was das jetzt? Und ich will gar nicht wissen, wie es in den Motorblöcken aussieht. Neue Autobatterien gibt es nur noch beim Militär. Verdammt nochmal! Mist! Macht euch bereit! Ach, ja, klar, das ist alle zu mir gefallen. Piss dich! Schaff mir dieses Arschloch vom Hals! Will ich mal. Piss dich mal. Pisst euch mal. Verpiss dich doch mal. Okay. Ich muss die Barrikaden prüfen. Wenn man die Dinge schleifen lässt, wird man es verrohren. Du weißt, was das heißt. Das ganze Zeug aus dem Lager okay. Holen und zum Osten. Er führt dann Selbstgespräche. Mal wieder. Und dann muss man... Bill! Joel, hier lang. Und weiter geht's. Du hast dir ein krasses Versteck ausgesucht, was? Weißt du, so schlimm die Dinger sind, man weiß, was sie wollen. Die normalen Leute machen mir Angst. Gerade du solltest das verstehen. Was soll das heißen? Gar nichts. Hält sie das Tor wirklich auf? Ja, es ist cool, wir haben keinen Schlüssel. Also, wo lang? Wir sind da. Es ist im Keller. Ja, gut.
Okay, hier runter. Tja, da sind wir. Du fasst hier drin nichts an. Und du machst die Tür zu. Na dann mal los. Ah, ah. Was? Ich brauche eine Waffe. Brauchst du nicht. Joel, ich komm schon damit zurecht. Nein. Du bleibst hier. Pff, toll. Dann warte ich einfach, bis es mich erwischt. Das hier muss echt der beschissenste Job sein, den du je hattest. Das kommt hin. Was zum Teufel sagt Tess zu dieser Selbstmordmission? Das war ihre Idee. Ehrlich? Dann ist die Braut wohl doch nicht so schlau, wie ich dachte. Na, scheiß drauf. Im Ernst, bring die Kleine dahin zurück, wo sie herkommt. Bill, ich kann sie nicht einfach zurückbringen. Dann schick sie weg, lass sie eben allein gehen. Ich sag dir jetzt mal was. Es gab mal jemanden, der mir wirklich sehr wichtig war, weißt du? Mein Partner. Ich hab mich eben um ihn gekümmert. Und in dieser Welt bringt dir so ein Scheiß nur eins ein. Du gehst drauf. Und weißt du was? Von da an hab ich's geschnallt. Ich bin alleine echt besser dran. Bill, so ist das nicht. Schwachsinn. Es ist ganz genau so. Hey! Was hab ich dir auf der Treppe gesagt? Was hab ich gesagt? Räum hier doch nur deinen ganzen Scheiß auf. Finger weg! Verdammt nochmal. Wenn du sie weiter an der Backe hast, wird dir das irgendwann das Genick Bill. Brechen. Können wir das jetzt bitte einfach durchziehen? Hier. Wir ziehen das durch. Okay, bevor wir weitermachen, ich hab da was, das du sehen musst. Und zwar? Mein allerneuestes Spielzeug. Das ist eine Nagelbombe. Du musst sehr vorsichtig sein. Sie geht hoch und zerfetzt alles in ihrer Nähe. So, Schrotflinten und Bomben. Und was machen wir damit? Tja, alle paar Wochen zieht das Militär hier durch die Straßen. Ich nehme an, sie suchen nach Vorräten. Mann, es ist Wahnsinn, was sie alles hier sehen. Jedenfalls. Vor ein paar Monaten fuhren sie hier durch und wurden von Infizierten überrannt. Sie belagerten den Truck. Der fährt prompt gegen die Wand der Schule. Da steht er noch mit der Batterie. Wir holen die Batterie also für ein anderes Auto. Bingo. Ich wollte sie holen, aber es schien zu gefährlich bei den ganzen Infizierten hier. Aber scheiß drauf. Joel braucht ein Auto. Und wenn sie kaputt ist? Nee, die Trucks sind wie Panzer. Sie wartet auf uns. Das könnte klappen. So. Gucken wir erstmal, was wir hier haben. Erstmal alles mitnehmen und dann modifizieren wir. Ich schwöre dir, wenn du was geklaut hast. Mann, da soll man den Stock aus dem Arsch nehmen. Joel, du behältst sie doch im Auge, oder? Ich pass auf. So, haben wir hier noch was? Irgendwas? Nee, ne? Scheint jetzt auch. Gut, Gutski. Ja, gucken wir mal, was wir so modifizieren können. Also, ich würde sagen, so Dings ist ja nicht schlecht, ne, aber kostet schon viele Teile. Machen wir erstmal Nachladetempo der Waffe, Nachladetempo hier. Magazin. Zielfernrohr brauchen wir jetzt eigentlich nicht. Was haben wir hier noch? Barmanet, Rückstoß, Bogen, Nachladetempo, Reichweite, Zielgeschwindigkeit. Können wir auch noch ein bisschen machen. Und dann könnten wir jetzt noch Pistole.
Und Langgewehre, ja. Ein Nachladetempo. Ja, und sonst haben wir nichts mehr. Gut, das ist doch ganz gut. Ja, finde ich auch. Da haben wir jetzt nämlich zwei Weapons. Schrotzer. Für Langgewehre hätte ich halt noch, aber naja. Aber Leute, ich würde sagen, das sehen wir alles im nächsten Part. Ich bedanke mich schon mal fürs Zusehen. Und ich sag mal, Wiedersehen, reingehauen und tschö mit Ö. Macht das gut. Euer Flo. Tschüss.